schön, dass ihr euch reingeklickt habt hier in unseren Livestream des ETFS, denn wir gestalten heute Nachmittag den Nachmittag gemeinsam mit Paul Lange und Shimano und es geht wirklich hier die ganze Zeit um das Fahrrad. Ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen, in den Kurzfilmen drehte sich auch schon alles rund um das Thema Fahrrad und jetzt ist es endlich soweit. Mein Interviewpartner ist da, ich begrüße ihn ganz herzlich, Michael Wild, er ist Marketing- und PR-Leiter bei Paul Lange. Herzlich willkommen, Michael, schön, dass du da bist. Hallo. Freut mich auch, dass ich hier sein darf. Ja, wir hatten ja auch eigentlich diesen Fahrradnachmittag auf dem Schlossplatz geplant. Klar, hätte heute auch gut gepasst bei dem Wetter. Jetzt haben wir hier unseren schönen Online-Fahrradnachmittag. Was sagst du denn hier zu unserem coolen Mapping mit den Fahrrädern? Ja, ich bin total begeistert. Ich habe es hier gesehen, den Kinosaal, der wirkt in echt erstmal leer. Aber wenn man dann auf dem Bildschirm sieht, was schön animiert ist, ich muss sagen, ich kann selber kaum auseinanderhalten bei manchen Dingen, was ist echt, was ist animiert. Also wirklich eine tolle Verbindung. Das stimmt. Wir haben ja selber noch ein paar Fahrradhelme reingegeben. Deiner ist auch mit dabei. Auf jeden Fall haben wir noch einen Gast, beziehungsweise einen wirklichen Special-Gast. Es ist Emma Hinze. Sie ist amtierende Weltmeisterin im Bahnradsport. Außerdem ist sie auch noch Europa- und deutsche Meisterin. Und sie hat Großes vor. Denn am Montag findet bereits die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Bahnradfahren statt. Und da ist sie in Amsterdam. Und deswegen kann sie jetzt leider hier nicht bei uns sein. Aber wir haben ihr einige Fragen gestellt und ihr diese nach Cottbus zu ihrem Training geschickt. Und sie hat die natürlich gerne für uns beantwortet per Videobotschaft. Und deswegen schauen wir jetzt mal rein. Und Emma stellt sich vor und begrüßt euch aus Cottbus. Hallo liebe Kinder, Familien und Zuschauer des Internationalen Trickfilmfestivals. Ich begrüße euch ganz herzlich im Livestream des Paul Lange Fahrradnachmittags. Mein Name ist Emma Hinze, ich bin 23 Jahre alt und dreifache Weltmeisterin im Bahnradsport. Bei mir steht nun die letzte Etappe auf dem Weg nach Tokio an, denn wir haben das letzte Qualifikationsrennen. Ja, Wahnsinn, eine echte Weltmeisterin hier. Kennst du Emma persönlich? Ich habe sie leider noch nie persönlich getroffen, aber natürlich kenne ich sie vom Bildschirm sehr gut. Definitiv, ein wirklicher Star in dem Bereich. Paul Lange und Shimano, das sind Marken, die jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt direkt was sagen. Erklär uns doch mal ein bisschen, was dahinter steckt. Das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Ich darf ja heute hier für die Firma Paul Lange sein. Wir sitzen einen Steinwurf von hier entfernt in Bad Cannstatt, sind eingesessenes Stuttgarter Unternehmen seit 1949, seit der Gründung hier in Stuttgart. Und trotzdem habe ich hier ein Shimano-T-Shirt an. Warum ist es so? Ist ganz einfach. Shimano feiert dieses Jahr ja 100-jährigen Geburtstag und ist seit vielen Jahrzehnten eigentlich Weltmarktführer und auch Technologieführer für Fahrradkomponenten. Und wir als Paul Lange, wir begleiten diese Erfolgsgeschichte sozusagen seit mehr als der Hälfte dieser 100 Jahre, nämlich seit 54 Jahren, um genau zu sein. 1967 sind wir Generalvertretung für Shimano geworden in Deutschland und in 6 weiteren europäischen Ländern mittlerweile. Das heißt, wir versorgen diese Märkte mit Shimano-Teilen. Wir liefern Shimano-Teile an Fahrradhersteller, an Fahrradhändler. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Wir bearbeiten beispielsweise Reklamationen. Die kommen zum Glück sehr, sehr selten vor bei Shimano-Teilen. Aber wenn es mal der Fall ist, dann bearbeiten wir das. Und vor allem ist es so, dass wir den Markt natürlich sehr genau beobachten, gucken, was brauchen die Radfahrerinnen, Radfahrer in diesem Markt speziell, melden das zurück an Shimano nach Japan, damit das dann in künftige Produktentwicklungen einfließen kann. Das heißt, wir sind gefühlt sowas wie Shimano Deutschland, aber wir gehören eben nicht zu dem Konzern. Wir sind ein eigenständiges Unternehmen hier in Stuttgart. Deswegen kennt man Paul Lange auch eigentlich weniger. Shimano kennt man mit Sicherheit viel, viel mehr, ja, vor allem definitiv in der Fahrradszene. Ich denke, da kann sicher auch die Emma ein bisschen mehr dazu erzählen. Definitiv. Da schauen wir uns doch mal an, was Emma dazu zu sagen hat zum Thema Shimano. Sie ist da ja wirklich die Expertin für den Abend. Für mich ist Shimano im Radsport nicht mehr wegzudenken. Seit ca. 15 Jahren, also seitdem ich mit dem Radsport begonnen habe, kenne ich Shimano und fahre selber die Komponenten davon. Erst vor kurzem konnten wir Shimano zum 100-jährigen Jubiläum gratulieren, was für die Qualität der Marke und die Überzeugung in der Gesellschaft steht. Doch nicht nur Profi-Radsportler werden dort fündig, auch ich habe mein normales Stadtrad damit ausgestattet. Ja, da sprach Emma also über Shimano und die Komponenten. Also ich kenne tatsächlich Shimano schon sehr lange. Ich habe, glaube ich, mit
10 oder so mein erstes Mountainbike bekommen, als wir die Berge gezogen sind. Und da hatte mein Rad tatsächlich eine 21-Gang-Schaltung von Shimano. Ist auch nie kaputt gegangen. Jetzt wohne ich in Stuttgart. Ich habe leider nicht mehr dieses Rad und habe ein wirklich klappriges Darmrad. Man kann es so sagen, es ist kaputt. Es hat von 3 nur noch einen Gang mittlerweile. Ich brauche ein neues. Es ist wirklich so. Welches könntest du mir empfehlen? Gerade in Stuttgart. Ich wohne schon so ein bisschen am Berg. Ja, da kommt es immer so ein bisschen auf die Fitness an. Und gerade bei der Topografie, wie wir sie in Stuttgart haben, würde ich definitiv ein E-Bike empfehlen. Die sind mittlerweile so verbreitet. Die Technik ist auch so fortgeschritten. Man kann es optisch manchmal fast nicht mehr von einem normalen Rad unterscheiden. Es hilft eben beim Bergauffahren oder wenn man tatsächlich mal in den Norden geht, hilft es auch bei Gegenwind natürlich sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen elektronischer Rückenwind und es macht aber trotzdem genauso viel Spaß wie normales Radfahren. Was fährst du für ein Rad? Ich habe auch ein E-Bike, ein E-Mountainbike. Ich habe auch ein ganz normales Stadtrad, ein reguläres Mountainbike. Also ich bin da sehr vielseitig aufgestellt. Aber auch beim E-Bike hat man ja auch Gänge, ne? Nochmal natürlich, zusätzlich. Beim E-Bike sollte man auch schalten. Es ist oft so, dass manche Menschen denken, ich habe ja einen Motor, dann brauche ich nicht schalten. Aber Es macht viel, viel mehr Spaß und es ist auch leichter und angenehmer, wenn man ab und zu schaltet. Jetzt haben wir schon das passende Rad. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Proviant, wenn wir einen schönen Fahrradausflug machen. Entweder in die Berge oder wie du sagst, wenn man im Norden vielleicht eine große Tour macht. Was könnte man denn so alles in diesen Rucksack reinpacken? Das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar Emma hat uns erzählt, was sie alles in ihren Fahrradrucksack für einen Ausflug mitnimmt. Ich fahre mit meinem normalen Fahrrad hauptsächlich zum Training. Aber wenn ich mal frei habe, fahre ich gerne mal mit meinen Freunden in die Stadt frühstücken oder im Sommer in den Park, um die Sonne zu genießen. Dabei habe ich immer meinen Fahrradhelm, eine Flasche Wasser, eine Sonnenbrille, heutzutage eine Maske, Sonnencreme und einen Snack. Das ist sehr clever, was Emma da alles dabei hat. Wenn ich da an mich denke, ich vergesse immer die Sonnencreme tatsächlich und dann hat man hier so schöne verbrannte Arme. Was nimmst du denn alles mit auf einen Fahrradausflug? Es ist verschieden, aber wir können ja einfach mal reingucken. Ich habe tatsächlich einen Rucksack dabei. Bist du mit dem Rad da? Ich bin mit dem Rad hier und schauen wir mal. Also beispielsweise eine Regenjacke heute. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie noch brauche. Ich habe hier ein bisschen Werkzeug. Hat man das so immer dabei dann, ja? Das hat man immer dabei. Einen Ersatzschlauch habe ich mit dabei. Okay. Eine Pumpe habe ich mit dabei. Oh, die bräuchte ich, könnte ich mir die mal ausleihen. Natürlich gerne nachher. Das ist super. Nee, also ich bin da eher auf der technischen Seite. Bei mir ist es weniger die Ernährung, sondern mehr, was passiert, wenn ich mal eine Panne habe. Ich sehe schon, ich packe irgendwie falsch. Ich packe immer nur was zu trinken, was zu essen ein. Okay, ich lerne von euch. Und wo fährst du denn gerne? Hast du ein richtiges Lieblingsziel beim Fahrradfahren? Also natürlich war mein Lieblingsziel heute das Gloria-Kino, weil deswegen darf ich heute hier sein. Das ist wunderbar. Nee, aber im Ernst, ich hatte das Glück, schon beispielsweise in Spanien, auf Zypern, auf Sardinien Radfahren zu dürfen. Aber ich denke, Radfahren verkörpert wie fast nichts dieses Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Es ist einfach toll, was man mit dem Fahrrad in der direkten Umgebung für Ziele entdecken kann. Mhm. Es geht mir selbst heute noch so, dass ich in Stuttgart oder um Stuttgart rum immer wieder Ziele, Fleckchen entdecke, wo ich noch nie mit dem Rad vorher war. Und das macht einfach Spaß. Da leuchten richtig deine Augen. Man sieht dir die Leidenschaft an. Jetzt sind wir hier beim Trickfilmfestival. Das heißt, es geht natürlich auch um die Verbindung von Radfahren und Trickfilm. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber erstmal haben wir Emma gefragt, was denn ihr Lieblingsanimationsfilm ist. Meine Lieblingstrickfilme sind die Märchen von Simsalagrim, denn diese habe ich früher oft mit meinem Bruder angeschaut. Außerdem finde ich, dass heutzutage alte Märchen kaum noch gelesen werden und so den Kindern wieder näher gebracht werden. Ja, die Märchen von Simsalagrim sind also die Lieblingstrickfilme von Emma. Und bei dir, Michael? Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleines Kind war mein Lieblingstrickfilm oder die Lieblingstrickfilmserie Kimba, der kleine weiße Löwe.
Ich kenne es tatsächlich nicht, aber es klingt sehr, sehr, sehr schön und passt zu meinem Lieblingstrickfilm, Der König der Löwen. Sehr schön. Simsalagrim sagt mir tatsächlich noch was. Wir werden gleich noch zu einem ganz besonderen Highlight kommen, denn es gibt etwas zu gewinnen, richtig? Aber ich glaube, wir verraten noch nicht was. Erstmal schauen wir uns noch ein paar Fahrradfilme an, die passend eben hier zu unserem Fahrradnachmittag. Los geht's mit Le Vélo d'Elephant oder auch Der Elefant und das Fahrrad. Ein Film aus Frankreich und Belgien. Und ja, der geht ungefähr so. Jeden Tag das gleiche Spiel. Der große Elefant räumt den Müll weg, den die Menschen achtlos liegen lassen. Aber dabei will der Elefant doch eigentlich gar nicht in dieser großen, schmutzigen Stadt sein. Er will raus in die Natur, am liebsten mit seinem Fahrrad. Ja, und was dann passiert, das gibt's gleich im Film. Und danach sehen wir uns wieder.